hier ist wieder der Stahlfabriker. Das sind wieder eure 5 Minuten. Ja, ich habe wieder mal eine Frage bekommen. Eigentlich habe ich sowas noch nicht beantwortet, aber ich finde die Frage gut und wichtig. Und weil sie zu dem passt, was ich letztens mal in meiner kleinen Gruppe bei Facebook mit angestachelt habe, möchte ich da was zu sagen. Ich bekomme sehr häufig Mails von Menschen, die ja entweder Unterricht haben wollen bei realen Leuten oder die sich doch für ein Online-Angebot entscheiden, also einen Kurs, den man bezahlen kann, und die mich dann jetzt fragen, taucht das was, ist das was? So, jetzt muss ich natürlich sagen, da ich diese Kurse alle nicht selber besucht habe, ist es natürlich, kann ich da eigentlich überhaupt nicht sagen, ob das was taucht oder nicht. In dem speziellen Falle, glaube ich, ging es über einen sehr langwierigen Kurs, der über 1000 Euro kosten sollte, online-mäßig. Ne? Ich habe in meiner Facebook-Gruppe meine kleine Frage gestellt, weil es eben halt ganz viele Bezahlangebote auch gibt im Internet, wollte ich das gerne mal sammeln. Also, und ich wollte auch gerne im Vorfeld von euch die Erfahrungen haben, die ihr mit solchen Kursen eventuell mal gemacht habt. Jetzt möchte ich nicht, dass jetzt, ihr dürft gerne viele Kommentare unter das Video machen, also wer schon mal einen Kurs besucht hat, es gibt da ja so gewisse Koryphäen, ne, mit diversen Namen, ich möchte jetzt hier gar keine Namen nennen, das sollt ihr dann schön machen. Da könnt ihr unter meinem Video dann vielleicht mal sagen, hier der Kurs von dem und dem, der taucht. Ich möchte eigentlich nicht Leute in die Pfanne hauen, weil das auch für mich vielleicht auf YouTube hier oder auch Facebook eventuell irgendwelche Negativkonsequenzen, also jedenfalls von diesen Leuten, die diese Kurse machen, sondern schreibt mir lieber eher eure positiven Erfahrungen. Sagen wir, wir machen es einfach so. Negative Erfahrungen, also wenn Leute Kurse anbieten, die wirklich echt schrecklich sind, dann lassen wir die doch einfach mal in der schönen Ignoranz untergehen und die fliegen deswegen einfach raus und dann machen wir nicht auch noch Negativwerbung für die, sondern wir erwähnen sie gar nicht erst. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr tolle Version. Schreibt doch einfach mal Kurse, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Erst wollte ich das eigentlich nur im deutschsprachigen Raum belassen, aber die Rückmeldung, die ich jetzt schon bekommen habe, die ließen mich doch umdenken und dann habe ich mir gedacht, egal, eigentlich ist es doch egal. Ne, es gibt diese Marty Schwartz Videos bei YouTube, solche Dinger meine ich jetzt gerade nicht, ne, Justin Blatt Gitarre oder sowas gibt es auch. Das meine ich, sowas meine ich gar nicht, das sind ja auch meistens alles YouTube-Angebote. Ich meine jetzt wirklich konzeptionell durchdachte, wirkliche Gitarrenkurse, weil das finde ich relativ interessant. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sich solche teuren Kurse kauft, dann erwarte ich zumindest, also wenn ich einen Gitarrenkurs für 1200 Euro kaufen soll, dann erwarte ich auf jeden Fall einen wirklich klar durchstrukturierten roten Faden, der mir sagt, hier geht's los, wir werden über diesen Weg gehen und wir werden versuchen, also es kann ja immer nur der Versuch sein, dir in dieser und jenen Zeit das und das und das und das beizubringen, sodass du am Ende der Reise das und das und das und das kannst. Und da ist es ja ganz wichtig, funktioniert dieser Kurs? Geht also dieses Konzept auf? Also der Punkt ist ja immer, man muss natürlich immer selber üben. Ich bekomme von ganz vielen Leuten immer Zuschriften und Mails, ne, dass sie meinen Kanal ganz witzig finden. Ich persönlich kann diesen roten Faden natürlich gar nicht liefern. Das ist auch nicht mein Konzept. Also ich habe jetzt nicht auf YouTube irgendwie Videos gemacht mit ganz klaren konzeptionellen Sachen, sondern ich mache das anders. Ich mache das nach der Chaos-Theorie. Ich klatsche immer mal was rein. Und ich sage jetzt mal, im Laufe von 5, 6, 7 Jahren oder weiß ja gar nicht, wie lange man sowas auch immer noch machen kann, dann wird da alles drin sein. Jedes Themengebiet mal abgefrühstückt und jeder kann halt sich da was rausnehmen aus diesem Topf, wo er gerade Bock drauf hat. Das ist eher so mein Konzept, das Chaos-Konzept, so nenne ich es einfach mal. Will ich aber Leuten Kurse verkaufen, dann muss das wirklich ein roter Faden sein, der auch wirklich sich didaktisch, methodisch wirklich ausdenkt, so könnte es gehen, mit einem Video jemandem das Musikmachen beizubringen. Und das persönlich halte ich für ein sehr schweres Konzept. In kleinen Häppchen geht es ganz gut, aber in so großen Portionen, die dann 1200 Euro kosten, da wird es schon haarig. Und da wäre ich auf eine gewisse Rückmeldung
von eurer Seite mal. Sehr, sehr, sehr gespannt. Also kennt ihr Kurse? Was findet ihr gut? Es ist dieses Video ist dann noch einfach als Sammelsurium ganz geil. Dann können andere Leute mal gucken, ey Mensch, hier, das ist ganz geil, das ist ganz geil, da kann ich was draus werden und so. Schreibt doch einfach mal eure Erfahrungen da unter dieses Video. Das würde mich sehr interessieren, was es da so alles gibt.